Herzlich willkommen zu meinem Video Scratch 3.0. Zufällige Bewegung, Abprallen vom Rand, vom Maus berührt, Taste stoppt. Du wirst mit Hilfe dieses und der anderen Videos des Scratch Tutorials rasch Schritt für Schritt mit Hilfe der kostenlosen Software, Webseite Scratch den Einstieg in das Programmieren finden. Mach am besten gleich mit mir. In der Videobeschreibung hier unten findest du eine Liste mit allen Scratch Videos dieses Tutorials, die, wenn du sie von Anfang an durcharbeitest, dir rasch helfen werden, dich in Scratch zurechtzufinden. Ich habe hier mein Programm hier schon einmal zusammengestellt. Du weißt, wie man diese Blöcke dann einfügt. Das hast du alles im ersten und in den anderen Videos schon gesehen. Fangen wir gleich einmal an. Damit starte ich natürlich das Programm wiederum. Hier habe ich eine Schleife. Das weißt du auch noch. Alles, was in der Schleife sich befindet, wird wiederholt. Entweder endlos bei Endlosschleifen oder bis eben eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Und hier haben wir schon eine Bedingung. Maustaste gedrückt. Was bedeutet das, wenn ich das Programm jetzt hier mal starte? Wenn ich das jetzt hier drücke, die Maustaste, dann wird es gestoppt. Wenn ich jetzt hierher fahre, das wäre hier dann Mauszeiger berührt, geht das ganze Programm dann weiter. Und das ganze Programm geht so lange weiter, bis ich dann die Leertaste drücke. Und damit ist das Programm dann beendet. Wie stelle ich mir das zusammen? Also ich habe hier diese Schleife und die Maustaste, da habe ich das gestoppt. Ja. Und wenn ich das jetzt hier wieder starte, dann prallt die Maus dann ab. Das habe ich nämlich hier, pralle ab vom Rand. Das habe ich hier in diesem Bereich bei Bewegung. Wenn ich dann hierher gehe auf das Programm, starte ich es wieder, ja, wiederhole bis Maustaste gedrückt. Den Block Maustaste gedrückt habe ich hier in diesem Art von Blöcken da beim Bereich Füllen da erinnern. Maustaste gedrückt, also wenn die Bedingung erfüllt ist, dass die Maustaste gedrückt ist, das wäre das hier, müsste ich nur hier hineinziehen. Dann wäre dementsprechend dann hier dann auch die Bedingung erfüllt und dann würde ich hier dann fertig sein. Und bis eben diese Bedingung erfüllt ist, dass ich die Maustaste drücke, geht er immer wieder 10 Schritte. Und wenn er beim Rand ist, prallt er davon ab und springt dann praktisch wieder irgendwie zufällig dann in dieses Spielfeld dann hinein. Dann kommt der nächste Bereich, warte bis die Mauszeiger berührt wird. Das kann ich hier ebenfalls verwenden. Habe ich hier dann die Möglichkeit dann das zu verwenden. Das habe ich dann da heroben, wird Maustaste gedrückt. Das kann ich hier hineinziehen. In dem Fall habe ich das mit Warten verbunden. Den Block Warte bis, den finde ich dann hier in der Steuerungsbereich, hier Warte bis. Und mit der Bedingung wird berührt, gehe ich wieder zu Füllen hinein. Da habe ich in dem Fall hier, wird Mauszeiger berührt. Das kann ich dann hier verwenden. Oder würde eine Taste berührt werden, das könnte ich hier zum Beispiel gedrückt verwenden. Dann gehe ich danach zu einer Zufallsposition. Das finde ich dann dementsprechend wieder hier bei Bewegung, gehe zur Zufallsposition oder zum Mauszeiger zum Beispiel, da könnte ich dann hier eine Katze oder irgendeine Figur eben dann gut bewegen. Dann haben wir wieder die Schleife, wiederhole bis die Taste Leertaste gedrückt wird. Das habe ich dann wieder hier dann herüben, also Taste Leertaste gedrückt, füge ich in diese Schleife ein und dann macht er diese Dinge dann. Und danach ist dann mein Programm an und für sich schon beendet. Ja, jetzt hast du also sehr gut gesehen, wie man mit Tasten und wie man mit einer Maus Taste mit der Maus dann zum Beispiel hier diese Figuren dann gut bewegen kann. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich wieder im nächsten Video mit Pfeiltasten dann steuern, Kostüme wechseln, mit gedrückter Maustaste stoppen, da können wir dann noch ein bisschen mehr ins Detail gehen und noch lustigere Dinge machen.